Ja, da bin ich noch mal ganz kurz. Ich möchte mich noch mal ganz kurz melden und noch ein klein wenig nachtragen zu meinem letzten Video, das ich gemacht hatte, zu dem Fahrrad-Wohnwagen-Treffen. Ich habe gerade das Video von Jörg gesehen. Und dabei ist mir aufgefallen, ich hatte irgendwie das vergessen, das nochmal in meinem Video hervorzuheben. Ich fand das Wohnwagentreffen, ich meine, ich doof, ja. Ich mache ein Video über das Fahrrad-Wohnwagentreffen und dann sage ich nicht einmal, dass ich es wirklich geil fand, ja. Also es war ein tolles Treffen, es war ein echt gutes Treffen. In meinen Augen, einziger Schwachpunkt, da kannst du, Jörg, aber auch nicht allzu viel dafür. Ja, halt die sanitären Anlagen. Ich meine, eine Dusche, ne? Aber das hast du selber schon gesagt. Ich sehe aber natürlich auf der anderen Seite, hatte ich ja in meinem Video auch schon angesprochen, das Problem, ja, ein Campingplatz um diese Jahreszeit ist wahrscheinlich kaum zu bekommen. Und das Ding, was du da hast, ist für dich von der Entfernung her noch zu handeln. Ja, denn das kann ich einsehen, 160 Kilometer nach Kassel. Nein, das ist ja mehr, das sind ja für dich über 200 Kilometer nach Kassel zu fahren, um dann dort zu organisieren. Das ist einfach nicht tragbar. Das kann man auch von jemandem nicht verlangen, der das da ehrenamtlich macht. Ja. Und wie gesagt, ich fand dieses Treffen klasse und ich möchte hier nochmal nachträglich nachgetragen zu meinem Video über das Fahrrad-Wohnwagen-Treffen hier nochmal ganz klar sagen. Vielen Dank, Jörg. Auch ein Dank an Marco und an alle anderen, die ich namentlich nicht kenne, die da mitgeholfen haben. Ja, da waren von Jörg ja einige Freunde dabei, sah man ja auf dem einen Video, die das Zelt aufgebaut haben, vermutlich auch abgebaut haben. Es tut mir leid, dass ich da nicht weiter mithelfen konnte, aber ich hatte dieses Jahr wirklich keine Zeit mehr als Freitag mir freizunehmen, um hinzufahren, und am Sonntag musste ich wieder bis nach Hause zurückfahren, weil ich am Montag wieder arbeiten wollte, weil es momentan bei uns anders hier nicht geht. Und vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, möchte ich nochmal sagen. Was vielleicht, aber das ist Geschmackssache. Das ist vielleicht dem einen an, der eine findet das anders als ich. Oder ja, Geschmackssache. Vielleicht hätte man zwischendurch ein bisschen weniger Musik laufen lassen können. Dass da ein bisschen mehr Raum bleibt für Gespräche. Aber auch das gut. Ich hätte ja auch mal was sagen können oder so, aber es war ansonsten in Ordnung. Also wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe mich wirklich gefreut darüber, dass du das organisiert hast. Und trotz der langen Anreise, ich glaube, ich tue mir das nächstes Jahr auch wieder an. Und wenn es wieder ein Tag hin, ein Tag zurück ist, ich glaube, ich tue es mir dann auch wieder an. Mal sehen. Natürlich fände ich persönlich es durchaus interessant, ein Treffen in Kassel zu haben, weil Kassel ist für mich nur halb so viel Anreise. Ja, also nach Kassel mache ich locker in einem Tag, das ist überhaupt kein Problem von Eisenach aus. Aber vielleicht hast du sogar recht, vielleicht bin ich nach einem Treffen in Kassel sogar tatsächlich so weit, dass ich sage, Wünschendorf ist in jedem Fall geiler. Obwohl die sanitären Anlagen nicht so gut sind wie auf einem Campingplatz. Aber das werden wir abwarten. Werden wir abwarten. Also, ja, weil mir das beim Angucken deines Videos irgendwo klar geworden ist, hätte ich in meinem Video eigentlich viel mehr noch herausstreichen sollen. Ich fand's klasse und vielen, vielen Dank an Marco, an Jörg und alle, die sonst noch mitgeholfen haben. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ciao.